Bundesverkehrsminister Wissing stellt den Kompromiss in der EU zum Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor wieder in Frage. In einer Woche soll eigentlich formell besiegelt werden, dass solche Pkw von 2035 an EU-weit nicht mehr zugelassen werden dürfen. Nun macht der FDP-Politiker seine Zustimmung davon abhängig, dass eine Regelung für synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, getroffen wird. Die Grünen reagierten verärgert und weisen darauf hin, dass Deutschland den Verbrennerkompromiss auf Botschafterebene bereits gebilligt hat. Hier in Chile gibt es bereits eine Pilotanlage für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels. Porsche hat sie im Dezember eröffnet. Der Sportwagenhersteller sieht E-Fuels als Ergänzung zur E-Mobilität. Und so soll es funktionieren. Mit der Windkraft wird Strom erzeugt. Mithilfe des Stroms wird Wasserstoff produziert. Zusätzlich wird der Atmosphäre CO2 entzogen. Zusammen mit dem Wasserstoff wird Methanol erzeugt. Daraus entsteht dann Benzin. Dieses Benzin wird im Auto verbrannt. CO2 kommt aus dem Auspuff, landet wieder in der Atmosphäre, so entsteht ein Kreislauf. Wenn die E-Fuels mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, könnte das eine CO2-neutrale Alternative für Verbrennermotoren sein. Allerdings gelten die E-Fuels bisher als sehr ineffizient. Die FDP hofft aber, mit ihnen Verbrennermotoren auch in Zukunft möglich zu machen, obwohl es auf EU-Ebene eine grundsätzliche Einigung für das Aus von Verbrennern ab 2035 gibt. Die FDP hat immer klar gesagt, wir stimmen einem Kompromiss nur zu, wenn es eine Beantwortung der Frage gibt, wie geht man mit Verbrennungsmotoren nach 2035 um, diese zu verbieten, auch wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können, macht keinen Sinn. Eigentlich war vereinbart, dass die EU-Kommission Vorschläge erarbeiten soll für die künftige Nutzung von E-Fuels. Doch die gibt es noch nicht. Was den Verkehrsminister ärgert, stört Umweltministerin Lemke nicht. Sie möchte das Verbrenner aus auf EU-Ebene endlich besiegeln, sieht die deutsche Zustimmung nur noch als Formsache. Diese Zustimmung war mit den anderen Ressorts abgestimmt. Auch das EU-Parlament hat am 14. Februar zugestimmt. Deutschland steht hier auch in europäischer Verantwortung. Mal wieder sind sich der Verkehrsminister und die Umweltministerin uneins. Und das könnte gravierende Auswirkungen haben. Stimmt Deutschland in der finalen Abstimmung zum EU-Verbrenner aus in der kommenden Woche nicht zu, wäre es wohl vorerst ausgebremst.